Es ist 6 Uhr morgens in der Antarktis. Die MS Hamburg hat gerade ihre Position für die erste Anlandung des Tages erreicht. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Cruise Channel. Wir zeigen euch in diesem Vlog, wie so ein typischer Tag an Bord aussehen kann, wenn man sich mit dem kleinsten Kreuzfahrtschiff Deutschlands auf Antarktis-Expedition begibt. Wir starten den Tag erstmal mit einem leckeren Frühstück im Palmgarten, bevor wir unsere Expeditionskleidung anziehen und in die Zodiacs steigen. Es geht nach Kyberville und schon die Anfahrt wird zum echten Highlight, weil es mitten durch eine Landschaft bizarr anmutender Eisberge geht. Hier nicht gehen, sondern wo die Leute stehen, ganz lang, wo wie Janine und Ian sind. Ja, wir haben Pinguine. Eine kürzere Option ist, wo Sabine ist, da bei den Pinguinen. Sie können auch, aber auch noch hoch. Da hat man einen ganz tollen Blick über den Eisberg, die hier schwimmen und auch die, ja, die Landschaft hier in dieser Insel. Ja? Saßen wir heute schon in den Zodiacs und sind rüber nach Kyberville. Durch eine faszinierende Landschaft aus Eisbergen hat sich das Zodiac durchgeschlängelt und jetzt hier sehen und vor allem hören wir wieder die Pinguinkolonien. Wir können uns das aus nächster Nähe betrachten, natürlich trotzdem mit dem vorgeschriebenen Sicherheitsabstand. Es ist hier wieder so, dass quasi die Eckpunkte, in deren Grenzen man sich bewegen kann, abgesteckt sind durch die Lektoren bzw. WissenschaftlerInnen. Und dann in diesem Rahmen können wir aber wirklich uns das Ganze angucken, Fragen stellen. Und das ist einfach, ja, beeindruckend und immer wieder faszinierend, diese Tiere hier in freier Wildnis zu erleben. Hinter mir, da seht ihr jetzt eine Eselspinguin-Kolonie. Und warum nennt man die Eselspinguine? Wegen ihren Schreien. Das klingt nämlich wie ein IA von Eseln. Eine Reise in die Antarktis bedeutet extreme Wetterbedingungen. Wetterbedingungen, die sich sehr, sehr schnell ändern können und manchmal unvorhersehbar sind. Aus diesem Grund werden bei jeder Anlandung mit den Zodiacs auch sogenannte Safety-Boxen mitgebracht. In diesen Safety-Boxen befindet sich eine Notfallausrüstung, um sich im Extremfall bemerkbar zu machen, warm zu halten und ein paar Stunden hier an Land überdauern zu können. Expeditionsleiter Pablo wird uns hier auch gleich nochmal im Detail zeigen, was sich darin alles befindet. Wichtig ist natürlich, das ist nur für den absoluten Notfall, also sollte es absolut keine Möglichkeit mehr geben, zurück zum Schiff zu kommen, zum Beispiel aufgrund von unerwartetem starken Sturm und Wellengang. Das ist nichts, wovon man hier im Regelfall ausgeht. Natürlich wird gerade vom Kapitän vorab genug gecheckt und ausreichend gecheckt, ob mit solchen Wettersituationen zu rechnen ist. Aber für den Notfall ist man eben entsprechend vorbereitet. Ja, das ist unsere First Aid-Ausrüstung, das wir immer dabei haben. Ja, für viele natürlich ganz normale Pflaster, wie zum Spritzen, Blutdruck, alles was nötig ist für First Aid. Das ist unsere Tasche, 3 Suits für alle Leute, natürlich Smoke Signals, für Radars, also ja,
Pyrotechnik haben wir alles nötig. So zwei Boxen haben wir davon für alle Gäste, die immer am Land sind. Alles immer so vorbereitet. Auch noch unten ist Wasser. Wasser und Essen für alle Gäste. Das ist nicht so, um 3-4 Tage hier zu leben, aber es ist genug, um ein paar 12 Stunden zum Beispiel hier verbringen zu können, falls nötig ist. Hoffentlich nutzen wir das nicht, aber wir haben es immer dabei. Zusätzlich gibt es auch immer noch ein Safety Zodiac. Das patrouilliert permanent bei den Anlandungen hier vor der Anlandestelle. Und im Notfall wäre dies eben auch dazu da, schnell in kürzester Zeit viele Menschen wieder zurück an Bord der MS Hamburg zu bringen. Auch hier wieder, man sieht, man ist eben in extremen Situationen unterwegs. Man weiß nie, wie das Wetter vielleicht im Zweifelsfall umschlägt. Das heißt, es ist immer gut, nochmal das entsprechend als Backup zu haben. Nachdem wir Kuiperville erkundet haben, geht es wieder in die Zodiacs und wir treten die Rückfahrt zu unserer MS Hamburg an, wobei wir einmal mehr die unglaublichen Eisformationen hier bestaunen können. Danke. Zurück an Bord werden wir direkt mit heißem Tee begrüßt. Perfekt zum Aufwärmen. So eine Expedition, die kann auf jeden Fall ganz schön hungrig machen. Zumal wir ja heute früh so zeitig gestartet sind und da gab es nur ein kleines Frühstück. Deswegen gibt es jetzt zum Mittagessen in den Palmgarten. Der Palmgarten, das ist das Buffet-Restaurant hier an Bord. Und von hier oben aus, da hat man wirklich einen fantastischen Panoramablick, gerade jetzt auf die wunderschöne Eislandschaft. Und wir könnten natürlich auch ins Berlin-Restaurant gehen, denn das hat auch zum Mittagessen geöffnet. Aber wir haben eben schon hier Buckelwale gesichtet und dann wollen wir jetzt natürlich auch den vollen Blick beim Essen noch haben. Vielleicht entdecken wir gleich sogar noch ein paar. Da wir zum Mittagessen schon etwas spät dran sind, holen wir uns nur noch schnell etwas vom Buffet. Sollte man die Mittagszeit einmal komplett verpassen, ist das aber auch kein Problem. Denn am Nachmittag werden immer noch mal Sandwiches und Kuchen aufgebaut. Das nutzen wir heute auch für einen kleinen zusätzlichen Snack. Um 14 Uhr, also direkt nach dem Mittagessen, hat jetzt eben in der Lounge noch das Recap und Precap stattgefunden. Das ist ganz typisch bei solchen Expeditionsreisen. Da kommt das Expeditionsteam nochmal zusammen. Es werden Fotos gezeigt, was man heute zum Beispiel alles an Tierarten gesehen hat. Nochmal ein paar Infos zur Flora und Fauna, um einfach das nochmal Revue passieren zu lassen, was man an Land alles gesehen hat. Und gleichzeitig geht es aber eben auch darum, die nächste Anlandung vorzubereiten. Und man bekommt schon mal ein paar Infos, was als nächste Anlandung geplant ist, wie dort wahrscheinlich die Witterungsbedingungen sein werden, ob es mit einer Wanderung verbunden ist, das Ganze, ob man eher körperlich fit sein sollte oder ob das Ganze ganz entspannt ist. Und bei diesem Recap und Precap waren wir eben. Und jetzt halte ich hier schon das Bordprogramm in der Hand, denn es ist alles anders als geplant. Das ist, glaube ich, total typisch für diese Expeditionsreisen, dass man eigentlich für den Nachmittag oder für den Tag generell irgendetwas geplant hat und dann aufgrund der Eisverhältnisse und der Wetterverhältnisse alles umgeschmissen wird. Und genau das ist jetzt eben passiert. Wenn ich einmal ins Tagesprogramm schaue, dann steht hier eigentlich für 14.15 Uhr ein Intervalltraining, also ein Fitnesskurs drin. Dann als großes Highlight die Gerlachstraße-Passage. Das heißt, hier ging es eigentlich nach Plan darum, sich eine schöne Passage anzugucken. Von Bord aus aber, dort gab es dann ein Getränkespecial, später noch ein Wissensquiz zur Antarktis und ja, ein relativ einfaches Anbordprogramm. Jetzt sieht es aber so aus, dass die Eisverhältnisse in dieser Passage wohl für unsere MS Hamburg nicht geeignet sind. Das heißt, man hat sich spontan dazu entschlossen, das Programm umzustricken, sodass wir jetzt etwas ganz Besonderes haben, denn wir haben jetzt eine spontane zweite Anlandung. Also am Nachmittag geht es jetzt gleich nochmal raus und diesmal nicht auf eine antarktische Insel, sondern das allererste Mal während dieser Reise auf antarktisches Festland. Das ist natürlich unglaublich aufregend und etwas ganz Besonderes, denn natürlich wollen alle Expeditionsschiffe, die hier in der Antarktis unterwegs sind, mindestens einmal während ihrer Reise auch wirklich am Festland anlanden. Und hier gibt es aber gar nicht viel freie Slots. Das Ganze ist hier in der Antarktis relativ strikt geregelt, aufgrund der Umweltauflagen. Und wir waren jetzt aber die Glücklichen und es hat hier wirklich teilweise einfach auch was mit Glück zu tun. Und haben genauso einen Anlandungsslot spontan für heute Nachmittag noch bekommen.
Das ist natürlich super. Das heißt, Sportprogramm, das können wir für heute zumindest erstmal für den Nachmittag über den Haufen werfen. Stattdessen schmeißen wir uns jetzt nochmal in unsere Expeditionsklamotten und freuen uns, gleich das allererste Mal Fuß auf antarktisches Festland setzen zu können. Eine Frage, die ich mir auf jeden Fall vor der Reise gestellt habe, war: Was sieht man denn jetzt an auf solchen Expeditionen? Und ich habe mein Equipment und meine Ausrüstung jetzt schon bei den letzten paar Anlandungen getestet und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass ich damit sehr, sehr gut zurechtkomme. Deswegen hier der Tipp an euch und die Empfehlung, wie ich dieses Equipment als sehr passend empfinde. Also, wir haben aktuell minus 1 Grad, immer so 0, minus 1, minus 2 Grad mäßiger Wind. Und ich habe jetzt als Oberteil hier eine Thermolayer, das heißt erstmal eine dünne Thermo-Base-Layer, Fließpullover oben drüber oder Fließjacke, dann einmal Skiunterwäsche unten, dann noch eine dicke Thermoleggings drüber und Skisocken. Also generell mit Ski-Equipment kommt man ganz, ganz gut zurecht, muss ich sagen. Und dann, ganz wichtig, kommt eine Überziehhose drüber, so eine ganz dünne. Die ist wichtig, damit ihr vor Wasser geschützt seid, gerade vor Spritzwasser in den Zodiacs. Danach Gummistiefel. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Die Gummistiefel, die sind sogar verpflichtend für die Anlandungen, denn ihr werdet immer wieder mit euren Füßen ins Wasser müssen, wenn ihr aus den Zodiacs rauskommt. Deswegen Gummistiefel darf man nicht vergessen. Mütze finde ich auch immer wichtig. Halstuch, damit der Hals vor Wind geschützt ist. Am besten, wenn es wirklich schneit, dass ihr das hier auch noch so drüber machen könnt. Und dann auch die Frage, brauche ich denn jetzt eine richtige Expeditionsjacke? Die kann man nämlich auf der MS Hamburg im Vorfeld bestellen und nach Hause liefern lassen. Ich habe eine Expeditionsjacke dabei. Das hier ist aber meine ganz normale Skijacke. Die ist vollkommen ausreichend. Deswegen, da braucht ihr nicht nochmal extra was besorgen. Eine Skijacke, die wind- und wasserfest ist, die sollte es auf jeden Fall tun. Und dann als allerletztes, damit ihr richtig schön schwitzt, gleich bis ihr an Land seid, gibt es nochmal die Rettungsweste drüber. Die Zodiac-Rettungsweste. Die zieht man gleich mit drüber und dann würde ich sagen, können wir los und sind bestens ausgerüstet. Gut, dass wir gerade noch mal richtig beim Mittagessen waren. Ist auf jeden Fall sehr, sehr anstrengend. Die ganze Zeit eine Schnee- und Eiswanderung. Aber ich glaube, für den Blick lohnt es gleich. Nach ca. 15 Minuten Wanderung haben wir es fast geschafft und sind oben. Man denkt jetzt so 15 Minuten. Warum bin ich so aus der Puste? Es liegt nicht daran, dass ich in den letzten Tagen an Bord so außer Form gekommen bin, sondern es geht wirklich die ganze Zeit steil bergauf. Man rutscht immer wieder ab mit dem Schnee. Aber es lohnt sich dann nicht allein für den Ausblick. Unsere erste Kontinentalanlandung und wir haben den Aufstieg geschafft. Jetzt sind wir hier wieder bei den Pinguinen und können sie sogar brüten sehen. Natürlich wieder mit dem entsprechenden Abstand, das Ganze auch abgesichert. Hier mit WissenschaftlerInnen und sogar einem Universitätsprofessor, der extra nochmal mit drauf schaut an der Stelle. Aber natürlich ist es trotzdem wieder hier ganz, ganz spannend, das Ganze zu beobachten.
Und vielleicht fragt ihr euch, warum die Pinguine hier so weit oben ihre Nester haben. Das ist für die Pinguine vom Wasser natürlich ein ganz, ganz weiter Weg. Also warum so weit oben? Und das habe ich auch gerade den Universitätsprofessor Ian gefragt. Und er wird das Ganze für euch gleich nochmal erklären. Wir befinden uns auf der antarktischen Halbinsel, wo die Brutzeit für die Pinguine nur sehr kurz ist. Es gibt also nur einen begrenzten Zeitraum, wo die Pinguine ihre Eier ausbrüten und die Küken aufziehen können. Die Eier müssen daher gelegt werden, wenn überall Schnee liegt. Der Boden ist, wie man sehen kann, hier überwiegend mit Schnee bedeckt. Die Nester, die müssen jedoch auf trockenem Boden gebaut werden. Also bleibt den Vögeln nichts anderes übrig, als den Weg auf den Hügel auf sich zu nehmen, um hier dann im Trockenen ihre Nester zu bauen und die Eier zu legen. Das ist insgesamt für die Vögel natürlich sehr zeit- und kraftaufwendig, aber die einzige Möglichkeit. In den nächsten Tagen schon, da sollen hier die ersten Küken auch schlüpfen. Und Ian erzählt uns, dass er hier am 1. Januar vor einem Jahr bereits schon mal war und dort damals dabei zusehen konnte, wie die ersten Küken geschlüpft sind. Und er meint, dass man vielleicht sogar heute auch noch ein paar sehen könnte. Wir sind gerade hier in Ornehabe und da war ich gerade zufällig letztes Jahr Silvesternacht, sind wir hier hochgestiegen, haben Silvester oben gefeiert, also reingefeiert quasi und dann wieder runter und dann aufs Schiff drauf und haben wir eine Party gehabt. Das war letztes Jahr 31.12. Fast vor einem Jahr. Dieses Jahr werden wir natürlich unser Silvester auch wieder feiern an Bord der MS Hamburg, aber ich glaube diesmal auf der Drake Passage. Das wird aber auch lustig. Das wird auch lustig, weil wir wahrscheinlich 6 Meter hohe Wellen erwarten. Zweite Anlandung geschafft und jetzt geht's wieder zurück an Bord auf die MS Hamburg. Das hier, das haben wir uns jetzt nach diesem Bergaufstieg auf jeden Fall wirklich verdient. Und jetzt haben wir uns hier noch den schönsten Platz gesucht an der Reling und genießen diese Eislandschaft weiterhin, durch die die MS Hamburg fährt. Was ich übrigens bemerkenswert finde, ist, dass wir heute keinen Ankerplatz hatten. Also in keiner der Buchten, in denen wir heute lagen, konnten wir ankern. Stattdessen sind wir gedriftet. Das ist natürlich eine Meisterleistung, die die Brücke da abliefert. Also sich permanent in Position zu halten, gerade auch das Eis ja zu beachten, darauf zu achten, dass nicht zu große Eisberge oder Eisschollen auf uns zuschwimmen. Das fand ich wirklich faszinierend. Und wir genießen jetzt einfach noch diese wunderschöne Aussicht, diese wunderschöne Landschaft, bis es dann später zum Abendessen geht. Zum Abendessen sind wir am liebsten im Bedienrestaurant hier an Bord. Es gibt auch die Möglichkeit, im Buffet-Restaurant im Palmgarten abends zu speisen. Aber ich persönlich finde es einfach angenehmer, sich hier die Gänge servieren zu lassen. Und es gibt immer einen festen Tisch, der einem zu Beginn der Reise zugeteilt wird. Das heißt, wenn man auf die Kabine kommt am ersten Anreisetag, dann hat man direkt einen Zettel liegen, wo die Tischnummer draufsteht. Und ich muss sagen, wir könnten auf dieser Reise nicht mehr Glück haben mit unserem Tisch. Wir haben wirklich einen fantastischen Platz mit Blick auf die Heckwelle. Und jetzt lassen wir uns das Abendessen schmecken. Zum Abendprogramm geht es jetzt in die Show Lounge.
Es gibt hier auf der MS Hamburg kein festes Theater. Dafür ist es dann doch etwas zu klein, das Schiff. Immerhin das kleinste Kreuzfahrtschiff Deutschlands. Und es gibt trotzdem aber eine Form von Abendunterhaltung. Also es werden trotzdem Shows angeboten, Gastkünstler, eine Crewshow, manchmal aber auch der Pre-Cap und Recap entsprechend der Expeditionen. Wir lassen uns überraschen, was es jetzt gleich hier abends gibt. Und wenn ihr merkt, dass es schon wieder so ein bisschen schaukelt, ich habe schon gesagt, der Seegang auf dieser Reise, der ist einfach da, der lässt sich nicht wegzaubern. Also, wenn es ein bisschen shaky ist, dann lebt damit. Ich kann es nicht ändern. Was für ein aufregender Tag, der nun noch mit diesem fantastischen Sonnenuntergang gekrönt wird. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal hier auf Cruise Channel, eure Anna-Maria.